been yelling myself hoarse on this radio every day. It's just the weather dumps on us frequently here. And maybe my transmission doesn't get through. I don't know. I can't understand one word of what you say, Willard. It's all going swell, sir. Get the bit up! Get it out! Turn it off! I think you better come and check out Site 2. What about this? Blow through it. Find more meteorites. Nah, something a little younger than that. No! Billy! I don't want you to send that explosive, do you hear me? I do not want you to send that explosive! Wretched pyros! This place has a busy history. Hallöchen, Freunde der gepflegten Lara Croft-Unterhaltung zu einem neuen Let's Play. Und zwar, links oben steht es dick und fett und rechts kommen uns auch dick und fett Laras Brüste entgegen. Denn wir spielen Tomb Raider 3, Adventures of Lara Croft. Dieses Let's Play wird eine Art, ja, Zwischenprojekt. Ich möchte alle Tomb Raider-Teile ab Teil 3 spielen bis Teil 6 erst einmal. Das sind halt die älteren Teile. Teil 6 zähle ich noch dazu, weil ich es einfach nochmal gerne spielen möchte, das auch schon sehr lange her ist. Und dann mal schauen. Ich werde das Let's Play einfach zwischendurch einstreuen, werde es auch ausnahmsweise mal nur in 720p hochladen, damit die Hochladezeit nicht so lang ist und ich das halt zusätzlich zu den anderen Projekten hochladen kann. Ich bin mal sehr gespannt, wie dieses Let's Play wird, denn ich habe einen riesen Respekt vor dem Projekt. Tomb Raider ist nun mal nicht besonders inhaltsgefüllt. Es ist ein Jump'n'Run-Game, es passiert nicht allzu viel. Es gibt gerade in den älteren Teilen nicht so viele Cutscenes. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass ich da vielleicht noch nicht so gut die Leute unterhalten kann, dass ihr euch noch sehr nicht langweilt. Mal schauen, ich bin gespannt. Eventuell mal schauen, wie es wird, wenn es mir nicht gefällt. Vielleicht lade ich es auch nicht hoch. Ich guck einfach mal. Ihr werdet es ja dann entweder sehen oder nicht sehen. Bla 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 bla. Ich laber mich hier schon wieder fest. Ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel. Im Dschungel geht es los. Und ich weiß übrigens auch nicht, wie das mit der Steuerung so ist. Ich bin ein bisschen in Sorge, dass ich hier eventuell Probleme kriege mit der Steuerung. Ich gucke mal kurz, welche eingestellt ist. Die vorgegebenen Tasten wollen wir nicht. Wir wollen die benutzerdefinierten Tasten, die ich festgelegt habe. Moment. Ich möchte mal eben schauen. Genau, so stecke ich die Waffen weg. Und ich weiß noch nicht so genau, wie ich mit der Steuerung klarkomme. Ich bin sehr gespannt. Ich möchte euch natürlich auch nicht hier dermaßen so ein Rumgegimpe zeigen müssen. Ich weiß auch gar nicht. Ich versuche jetzt gerade übrigens, falls ihr nicht wisst, was ich hier mache, ich versuche gerade an das Secret zu kommen. Hab's nicht geschafft. Verdammt. Schade, weil da oben hätte nämlich eine Waffe gelegen. Aber ich mache das jetzt einfach mal nicht nochmal. Wisst ihr eigentlich immer so zwischendurch, warum in Tomb Raider 3 das Blut lila ist? Ich möchte das gerne wissen, falls jemand von euch das weiß. Schreibt es doch bitte sofort in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt,
was der Grund dafür ist. Mir ist das damals schon aufgefallen, als ich das zum ersten Mal gespielt habe. Da war ich irgendwie 10 oder so. Und ich weiß einfach nicht, wow. Oh, das war knapp. Ich weiß einfach nicht, warum bitte das Blut lila ist. Ich meine, gab es damals keine rote Farbe in Spielen? Das ist ja auch Quatsch. Egal. Ich weiß auch gar nicht, ob das nur in der PC-Version der Fall ist. Kann gut sein. So, hier kam jetzt gerade diese unglaublich fiese Falle, die eigentlich gar nicht, wo man eigentlich kaum sterben kann, es sei denn, man stellt sich richtig dumm an. So, mal gucken, wie springt man denn eigentlich seitlich? Moment, ich guck mal gerade. Ah, so. Ja, das war damals noch so ein bisschen schwierig mit dem Tastengedrücke. Da musste man noch genau timen, dass das alles passt. So. Ja, ich würde sagen, wir holen uns jetzt erstmal die Munition, die wir hier noch haben. Ein bisschen was weiß ich noch von damals. Also, ich habe das Spiel jetzt... Weiß ich nicht. Wie lange habe ich das nicht mehr gespielt? Wann war das, als ich das gespielt habe? Das müsste jetzt... Jetzt haben wir 2012. Das müsste jetzt ungefähr... Ja, wie lange her sein? 10 Jahre? Ja, kommt hin. Kommt ungefähr hin. 10 Jahre nicht mehr gespielt. Und... Ja, das macht sich halt auch bemerkbar. Aber ein paar Sachen weiß ich halt noch. Also so düster in Erinnerung habe ich da ein bisschen was noch. So. Das, was mir halt Sorgen macht, ist die Steuerung. Ich weiß halt noch nicht, wie ich damit klarkomme. Well. So, es geht einfach wieder hoch. Ups, hier geht's gar nicht hoch, oder? Ich weiß es gar nicht. Kommt man hier wieder hoch? Ist das hier so gedacht oder nicht? Wow. Ja, da geht's schon los. Hier, ne? Jupp. Ja, Tomb Raider 3. ich weiß gar nicht, werde ich jetzt viel über den Inhalt des Spiels sagen können. Es ist halt ein Jump-and-Run-Game. Es passiert halt nicht allzu viel. Wir sind hier in einem verpixelten Dschungel. Und werden auf jeden Fall ordentlich was erleben. Wow. Jetzt dürft ihr gleich... Äffchen kommen. Auch das hat lila Blut. Und wir haben hier ein Medipack. Ups. Ein Medipack. So. Jo. Jetzt lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube, hier hinten war... Wie sprintet man eigentlich? Vergessen. Tab? Nein. Ich guck mal kurz in die Steuerung. Sprinten ist ja schon relativ wichtig. Vor allen Dingen später, wenn irgendwelche Fallen kommen und so. Springen, Rollen, Inventar, Umsehen, Handlung, Spurten. Ach du Scheiße, das ist aber... Ach nee, das sind die vorgegebenen Tasten. Auf C spurtet man, habe ich mir eingestellt. Ich habe mir nämlich eine Custom-Steuerung überlegt, womit ich vielleicht besser klarkomme, als mit der vorgegebenen Steuerung. Damals habe ich mit der vorgegebenen Steuerung gespielt, was allerdings ziemlich, ja, nicht so gut war.